Ja, ich habe heute die Diana eingeladen. Diana ist seit mittlerweile 13 Jahren Mitarbeiterin bei uns in der Praxis. Und wir wollen heute mal kurz übersprechen, wie so ihr Alltag aussieht, warum sie bei uns ist und natürlich, was ihr auch am meisten Spaß macht. Diana, was machen Sie bei uns? Ja, ich bin Ihre Hauptassistenz, die Stuhlassistenz vom Dr. Dittmann. Ansonsten übernehme ich ganz viele hygienische Aufgaben bei uns. Die Röntgeneinrichtung liegt mir sehr am Herzen. Die wird gewartet und gepflegt. Mein CEREC-Gerät wird gewartet und gepflegt. Das sind so meine alltäglichen Aufgaben, die ich so zu bewältigen habe. Und was macht Ihnen am meisten Spaß? Also am meisten Spaß macht mir auf jeden Fall das Untereinander bei uns. Das, was wir beide miteinander so jeden Tag so erleben, das macht mir sehr viel Spaß. Meine Kolleginnen, immer ein nettes Wort, immer ein Spaß, den man so zwischen Tür und Angel mal so macht. Das macht echt sehr viel Spaß. Ja, sehr cool. Wie sind Sie denn zu uns gekommen oder was haben Sie vorher gemacht? 13 Jahre Schule war vorher mein Aufgabengebiet, habe Abitur gemacht und habe mich dann noch damals auf eine Zeitungsannonce in der Matz gemeldet. Ja, da wurde die erste Auszubildende in der Praxis Rosin gesucht und da dachte ich mir, Genau, das ist meine Chance. diesen Diesen Status haben Sie auf Status lasse ich mir ewig. nicht entgehen. Genau. Genau. Ja. Ja. Ganz kurz mal, Abitur heißt ja, Sie hätten auch was anderes machen können, Sie hätten studieren können. Was war der Grund, dass Sie sich jetzt entschieden haben, zahnmedizinische Fachangestellte zu werden? Also hauptsächlich war der Grund der, dass ich halt einfach was mit Menschen machen wollte. Ich wollte was Technisches machen. Ich wollte arbeiten gehen. Habe mich dann belesen im Internet und der Beruf als ZFA umfasste das halt irgendwie alles. So, ne? Man hat Verantwortung, hat technisch sehr, sehr viel zu tun und man ist aber trotzdem immer unter Menschen und sitzt nicht nur vor einem Bildschirm oder ja. Also Sie wussten schon, dass es das auch ein bisschen herausfordernd ist und nicht irgendwie nur bedeutet, dass Sie da quasi den Sauger halten und Ich habe es Zementmischung. gehofft, um ehrlich zu sein. Ich dachte mir, dann habe ich die Ausbildung. 3 Jahre ist ja immer so ein bisschen ausprobieren und so. Und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass es halt mehr bedeutet, als nur den Sauger in den Mund halten und irgendwelche Mittelchen anmischen oder so. Okay, ja, sehr Ja. schön. Das heißt, dann haben Sie die Ausbildung gemacht und ja, jetzt sind Sie noch da. Also sind Sie Ja. quasi 10 Jahre schon Mitarbeiterin, Ja. also ausgelernte Mitarbeiterin. Ja. Also viele Menschen, wenn sie irgendwo eine Ausbildung gemacht haben, sagen ja, okay, ich kann jetzt nicht da bleiben in meinem Ausbildungsbetrieb, weil da bin ich dann immer so der. Kriegt man den Status des Auszubildenden irgendwie so schlecht Der weg? Also, Dauer-Azubi, ne, und ja. gehen dann woanders hin, um einfach mal was auszuprobieren. Jetzt sind sie noch da. Ja. Warum? Ja, also die Frage wurde mir schon öfter gestellt, auch im Privaten. Ich kann einfach immer noch sagen, wenn man sich halt irgendwo wohl fühlt, dann will man da halt auch bleiben. Also das ist halt einfach so. Es gibt natürlich immer mal so Höhen und Tiefen oder mal auch mal einen schlechten Tag, wo man sich so Fragen stellt, so Mensch, ist es das gewesen oder soll es das sein? Aber dann hat man wieder so tolle Momente irgendwie auf Arbeit. Und wenn es halt wirklich nur ein herzhaftes Lachen ist, wo einem Tränen in den Augen stehen, vielleicht manchmal sogar, ja, dann bleibt man da halt einfach irgendwie gerne. Und dann vergisst man halt auch mal so einen schlechten Moment und ja, freut sich auf den nächsten Tag einfach wieder. Jetzt kommt ja noch dazu, dass Sie auch der Liebe wegen jetzt auch noch nach Berlin gezogen sind Ja. und einen ganz schön weiten Fahrtweg haben. Wie lange fahren Sie da jetzt? Na, eine Strecke, 1,5 Stunden, wenn alles gut läuft, wenn Puh, alles kommt, wie es kommen das soll. heißt pro Tag 3 Stunden hin und Ja. zurück. Ja. Ja. Ist das nicht verrückt? Ja, es ist schon verrückt, ja, aber ja, da komme ich wieder zum Thema, wo man sich halt wohlfühlt. Und das ist es mir halt einfach wirklich wert. Und Also wir das haben quasi ist eine Fernbeziehung, wenn man so irgendwie. will. Ich habe mich dann für eine Fernbeziehung zur Praxis entschieden, ja. Aber ja, das ist es halt einfach wirklich wert. Das ist Ja, toll zu ich hören, denke das nicht, ich Thema. denke nicht, dass ich woanders den Ja, weil Sie könnten sich ja, ich gleichen sag mal so, es wären Impuls ja hätte. ZFAs werden ja gesucht, Ja, ja. ja. Also viele Zahnärzte würden gerne mehr Mitarbeitern einstellen. Sie könnten also mit anderen Worten auch in 5 Minuten fußläufig in Entfernung wahrscheinlich eine Praxis finden. Vermutlich. Und ich glaube, da wären bestimmt auch nette Leute und auch nette Chefs. Also man will ja jetzt nicht sagen, dass alle Praxen außer mir. Ne? Aber ich glaube einfach, dass diese Besonderheit, die wir hier haben, dieses familiäre bis hin teilweise wirklich auch zum freundschaftlichen, das findet man nicht überall. Es ist einfach so. Ja, toll. Also großes Kompliment natürlich für uns, dass Sie noch Ja. da sind. Also ich
Man muss jetzt dazu sagen, dass Sie jetzt sozusagen von einer 5-Tage- auf eine 4-Tage-Woche natürlich gewechselt sind, um wenigstens einmal einen Tag in der Woche die Fahrzeit mehr einzusparen, irgendwie loszuwerden. Ja. Und wir haben natürlich dann auch beim Gehalt einen Fahrtkostenzuschuss draufgelegt, damit das ein bisschen erträglich wird. Ja. Also man kann natürlich so Sachen auch ein bisschen angenehmer noch machen und die Hürde etwas absenken. Man muss halt einfach nur das Gespräch suchen. Man muss halt einfach mal den Mund aufmachen und sagen, das sind meine Prioritäten, das möchte ich gerne. Und umgekehrt ist ja so, dass wir sie auch sehr, sehr schätzen und deswegen natürlich auch bereit sind, alles Mögliche in Kauf zu nehmen, damit sie bei uns bleiben. So wie Sie ja auch die Fahrzeit in Kauf nehmen, um auch bei uns bleiben zu können. Also ganz, ganz prima. Lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, was Sie tatsächlich wirklich in der Praxis machen. Weil ich sage mal, die Aufgabenbereiche in der Zahnarztpraxis sind ja extrem verschieden. Ja. Also was ist so Ihr täglich Brot? Was ist das, also wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, okay, was würde mich denn erwarten, wenn ich jetzt da, ich sag mal, Ihren Beruf ausüben würde? Was heißt das? Was mache ich da? Ja, also hauptsächlich Vorbereiten der Behandlung und Nachbereiten und während der gesamten Behandlung halt 100% geben und jeden einzelnen Schritt vielleicht möglichst schon im Voraus zu erahnen, zu wissen. Ja. Ja. Dokumentation der einzelnen Behandlungsschritte, hygienische Maßnahmen, die halt einfach von extrem vielen Regeln und Verordnungen begleitet werden, umzusetzen. Wie hat sich das so entwickelt in den letzten 10 Jahren? Ich meine, Sie haben einen ganz guten Überblick jetzt. Also die Regeln, die Anforderungen. Es ist wesentlich mehr geworden. Es ist mehr geworden, es ist technischer geworden auf jeden Fall. Also ohne Computer geht eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Also schon alleine die ganzen Daten zu erfassen, ist, glaube ich, anhand mit einer Karteikarte nicht mehr machbar. Aber auch Instrumentenaufbereitung, also Sterivorgänge werden alle mit dem Computer dokumentiert. Ja, da muss man auch wirklich aufmerksam sein, weil ansonsten, wenn die Zahnräder nicht ineinander greifen, dann hängt es irgendwo dann. Genau. Also mir fällt das auch auf, dass das extrem komplex geworden ist, also auch das Berufsbild der ZFA. Ja. Und ich mir manchmal wirklich die Frage stelle, also wie kriegen wir das in unseren Kopf? Ja, wie soll man, das sind so viele Informationen, also wenn eine neue Mitarbeiterin oder Mitarbeiter anfängt, das ist schon auch eine Trainingsphase, die man da braucht, bis man wirklich das alles drauf hat. Ja. Und dann haben sie noch die Zusatzaufgaben, Röntgengeräte und so weiter, also das ist schon... Es gibt viele Aufgaben, die man noch so im Hinterkopf behält, die man halt nicht jeden Tag machen muss, aber die halt dann wirklich kontinuierlich einmal die Woche, einmal im Monat, die man halt nicht vergessen darf, weil ansonsten wieder der komplette Ablauf in der Praxis gestört werden könnte und will man ja auch nicht. Ja. Wenn man die Verantwortung hat, dann will man der ja auch gerecht werden. Okay, also Stuhlassistenz haben Sie schon angesprochen, Sie müssen halt 100% geben, also das heißt letztendlich, bedeutet das, dass wir im Team zusammen den Patienten behandeln. Und das Feedback der Patienten sagt das ja auch oft aus. Also sie sagen oft, Mensch, Wahnsinn, wie sie harmonieren, wie sie zusammenarbeiten. Ja, aber wir reden eigentlich kaum bei der Behandlung. Ich nicke immer nur oder grunze oder so. Ja. Und dann wissen sie schon. Dann kommt das Instrument rüber. Dann hören sie am Grunzen schon, was ich jetzt für ein Instrument brauche oder was der nächste Schritt ist. Ja. Das ist also ziemlich cool. Das genieße ich auch total, muss ich auch sagen. Also bin auch sehr froh und dankbar, wenn ich sozusagen jemand an meiner Seite weiß, mein Flügelmann, meine Flügelfrau sozusagen, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ja. Aber es ist wirklich eine Teamleistung, das muss man mal dazu sagen. Und nicht nur wir beide im Behandlungszimmer gehören zum Team, natürlich auch die Mitarbeiterin im Stereo, die Instrumentenaufbereitung macht und auch die Rezeption und die Techniker und die Verwaltung. Und alle. Das ist also eine riesen Teamleistung. Ja, auf jeden Fall. Wo wir schon mal dabei sind, also wie sehen Sie denn Ihre Chancen, sich in der Praxis zu entwickeln? Weil Sie sind natürlich jetzt an dieser Position im Behandlungszimmer. Mhm. Und vielleicht sagen Sie mal kurz was dazu, was der Grund ist, dass Sie noch genau da sind. Weil es gibt ja auch andere Mitarbeiter, die sich irgendwann entscheiden, was anderes zu machen. Mhm. Also vielleicht eher in die Rezeption zu gehen, in die Verwaltung zu gehen oder in Richtung Prophylaxe zu gehen. Also mir war es immer wichtig, dass ich halt wirklich noch am Patienten arbeite. Dass ich halt wirklich die Abläufe in der Behandlung halt mitbekomme und weil es mir halt mir persönlich am meisten Spaß macht. Es ist halt einfach so. Also ich saß auch eine Weile immer mal an der Rezeption, auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber so dieses rein medizinische, dieses auch den Patienten aufzufangen, vielleicht auch mal ein bisschen Mitleid zu haben sozusagen und die gute Seele im Behandlungszimmer zu sein,
Das war mir halt immer wichtig irgendwie und es hat mir halt einfach am meisten Spaß gemacht und deswegen wollte ich da auch immer bleiben irgendwie. Mhm. Ja. Und angenommen, Sie würden jetzt was anderes machen wollen, also hätten Sie da Zweifel, dass das möglich wäre oder was? Nee, gar nicht. Also ich werde mit anderen Mitarbeitern vielleicht auch noch ein Gespräch führen, wie die das sehen, aber also angenommen, Sie würden jetzt was anderes machen wollen, was also... Dann wäre mein erster Schritt halt ein Gespräch mit Ihnen zu suchen oder mit dem Professor Rosin und halt meine Wünsche zu äußern, was ich halt gerne machen wollen würde. Und dann gab es da bis jetzt eigentlich nie ein Gegenwort, sondern immer Unterstützung. Und ja, wir versuchen das, wir unterstützen dich dabei und los geht's. Wie schätzen Sie die Kommunikation ein mit den Chefs? Ist ja auch immer so ein Thema. Also ich höre ja auch von anderen Patienten manchmal, dass es manchmal so ein bisschen Missstimmung gibt zwischen Mitarbeitern und... Also auch da halt eher so fast wirklich familiär. Also man kann alles, wirklich alles ansprechen, ob es nun private Probleme, die einen vielleicht manchmal belasten sind oder auch wirklich Probleme, die mal auf Arbeit auftauchen könnten oder was ja durchaus mal passiert. Mhm. Man spricht es offen an und man bekommt da auch immer ein gutes Feedback und also kann ich nicht anders sagen, außer dass man halt offen wirklich untereinander wir sein können. Ist halt einfach so. Sehr schön. Und die Stimmung im Team insgesamt, wie würden Sie die beschreiben? Immer lustig, immer spaßig. Klar, es gibt Tage, da ist es halt besonders stressig. Da läuft man sich halt dann im Flur halt nur mal so über den Weg. Man kann jetzt natürlich nicht die großartigen Sachen besprechen, auch nicht privat oder sowas. Hat ja auch nicht immer was auf Arbeit zu tun. Aber man bekommt halt ein Lächeln so im Flur mal kurz. Man zwinkert sich zu und dann weiß man, okay, heute ist stressig. Wir sitzen hier alle im selben Boot und das... Das machen wir heute noch und dann haben wir alle zusammen einen schönen Feierabend und dann freuen wir uns auch. Und es ist ein super Miteinander. Schön zu hören. Mhm. Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der jetzt bei uns anfangen wollte? Offen sein, sich bewerben, einfach wirklich einfach versuchen, sich hier zu bewerben. Und einfach man selber sein und sehr schön. Drauf sein. Ja, ganz, ganz toll. Also vielen Dank auch für das tolle Feedback. Tatsächlich im Alltag unterhält man sich ja gar nicht so oft so offen miteinander. Also deswegen ist das schön, mal zu hören. Und wir sind natürlich eine wachsende Praxis und wir haben auch mal Mitarbeiterinnen, die schwanger werden. Und deswegen sind wir natürlich auch öfter mal auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, nicht nur in der Assistenz im Behandlungszimmer, sondern natürlich auch in der Rezeption oder im Verwaltungsbereich, Abrechnungsbereich. Und oder auch in dem Bereich der Prophylaxe. Also wenn Sie vielleicht Lust haben, mal vorbeizuschauen. Unter dem Video gibt es einen Link, da können Sie einfach ein paar Daten hinterlassen und melden wir uns bei Ihnen und schauen mal, ob Sie vielleicht auch in Zukunft Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei uns in der Praxis sein könnten. Würde mich riesig freuen, wenn Sie sich bei uns melden und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss und ganz herzlichen Dank, Diana, sehr gerne, für das tolle Interview. Hat Spaß gemacht.